Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter mit... Mit was eigentlich? Ja, für die Leute, die jetzt aufgefallen ist. Hey, du hast ja ein neues Intro, du hast neues Outro und. Ich erkläre es, ich habe es bei den anderen Projekten auch schon erklärt. Mein Schneide-PC ist abgeraucht, sprich mein Laptop. Der startet nicht mehr, der geht, fährt nicht mehr hoch. Ist eigentlich bei der Wege gar nicht mal so schlecht. Da gibt es dementsprechend eine kleine Veränderung und vor allen Dingen geht es schneller. Ich brauche jetzt nicht mehr ewig lange mit dem Schneiden. Ich kriege quasi alle Folgen an einem Tag hoch und hab direkt Zugriff. Also ich muss sie eigentlich nur mit der PlayStation mein Intro und Outro davor setzen. Das, was hier vorgegeben ist. Weiß ich noch nicht, was ich bei Hogwarts Legacy schon mache. Und kann die quasi direkt auf den Stick kopieren und dann über meinen Gaming-PC. Ich habe ja drüben noch einen PC. Ja, das ist ein richtig guter. Da kommt vielleicht irgendwann nochmal wieder auf den PC. Soll ja auch schon wieder demnächst oder bald hoffentlich irgendwann mal mit GTA Roleplay da weitergehen. Na, wie dem auch sei. Und da kann ich das direkt hochladen und fertig machen. Und hast nicht gesehen. Die Thumbnails sind schnell erstellt. Die Bilder sind ganz, die Dings sind ganz schnell erstellt. Und dieses Ding ist hochgeschlagen. Also, ich habe gestern Abend Need for Speed aufgenommen und bin jetzt schon gerade wieder am Hochladen. Eventuell kriege ich sogar Hogwarts Legacy. Gut, wir fangen mal an, auf jeden Fall, mit einer neuen Mission. Wir haben einige Missionen. Sprich, eigentlich nur drei. Vier. Das Fohlen des Todes, die Dracheneffekte, eine besorgte Mutter und alles so Kuboldogak. Und deswegen fangen wir heute mal an mit dem hier. Das Fohlen des Todes, sprich mit Deke. Die steht schon etwas länger im Raum, deswegen geht die heute definitiv als erstes hoch. So, ich muss noch gerade gucken. Flugliteratur. Ja gut, das sind alles so Quests, Nebenquests. In den Fluss. Was haben wir hier? Was sagt die Mutter? Was ist denn die Mission? Was ist die denn hin? Gar nicht so weit weg eigentlich, ne? Jetzt muss ich jetzt mal nur den Ausgang hier finden. Ich würde sagen, mal da vorne. So, dann gehen wir mal rein. Oder beziehungsweise raus. So, sprich mit. Warte mal, hier ist irgendwas. Salam. Oder? Warte mal. Die ist bestimmt wieder oben. Nö, ist sie nicht. So, dann haben wir das auch. Reicht jetzt? Nee, reicht nicht ganz. Das war mehr oder weniger jetzt gerade immer nur irgendwie ein kleiner Zufall. Ich glaube, so viel haben wir auch nicht mehr. Also, wie gesagt, Hogwarts Legacy zu Ende ist, wird es wahrscheinlich irgendwann danach zeitnah mit GTA Roleplay losgehen, wenn ich das irgendwann mal vom Start bekomme. Oder vielleicht auch gar nichts. Ich weiß es noch nicht, liebe Leute. So, sprich mit Diek.
Aber wie gesagt, diese Mission ist schon eine, ist eine Level 17er Mission. Deswegen ziehe ich die jetzt gerade ein bisschen vor. Warte mal, da ist irgendwas. Da ist was. Heute habe ich von Barnabas den Bekloppte. Wir sind Level 24. Mit dieser Handbuchseite. So, wo ist der gute Deke? Da oben ist er. Sprechen Sie mit Deke, wenn Sie Zeit haben. Ja, ja, ich habe Zeit jetzt. Hallo, Deke. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Deke dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Ja. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Deke schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen. Aber wie finde ich ein Paar in der Nähe? Deke hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Hm? Wenn Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Deke. Gut, dann rette ein Testralmännchen, kaufe eine Zauberanweisung. Ich muss jetzt gerade überlegen. Achso, was wir noch machen wollten, ne? Warte mal, wo waren das hier? Ausrüstung. Wir haben, glaube ich, auch immer eine Ausrüstung. Ja, gut, das ist nichts Wildes jetzt. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Ne, warte mal, jetzt weiß ich der Gedanke dahinter. Wir müssen. Wir müssen gar nicht da raus. So. Wir können ja mehr oder weniger. Ja, ich würde sagen, wir gucken erstmal, dass wir ein Männchen kriegen. Das heißt, wir gehen da hoch. So. Eigentlich hätte ich das nicht vor, nein. Wir müssen, glaube ich, hier jetzt gerade. Oh, Testrale. Warte. Wir müssen gerade ein bisschen umbauen. Scheiße. Nicht so an. Papier. Nee.
Ich will doch nur helfen. Wir müssen jetzt, glaube ich, einen kleinen Moment warten, bis wir wieder... bis sie wieder herkommen. Du bist so ein Weibchen, das ist blöd. Gut, jetzt kommen die wieder runter, Gott sei Dank. Weibchen. Weibchen. Ich brauche ein Männchen. Ich hatte ja schon einen wieder zweimal gehabt. Ich brauche ein Männchen. Schon wieder ein Weibchen, oder? Natürlich jetzt, das ist das Problem jetzt gerade. Da kommt irgendwas, aber ich weiß nicht, was ist denn ein Weibchen noch? Mann! Keine Männchen da. Eins habe ich ja schon zweimal gekriegt.
Ach Mann, jetzt aber hier. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Na, blöd jetzt, ne? Scheiße. Fuck. Super. Dann müssen wir mal erstmal kurz gucken. Warte mal. Karte von uns Meet. Wie ist das Ding? Wälzer und Schriftrollen. Okay. Dann gehen wir mal kurz erst dahin. Und kaufen mal die Zaubermesse für Zuchtgehege. Immer schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Was Sie können. Gucken, ob wir es kriegen können. So, warte mal. Vereinzuchtkrieger, okay. Nichts gekauft. Nichts schöner als genau das Richtige zu finden. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. So, jetzt müssen wir noch das Testral-Männchen retten. Oh, da ist noch irgendwas mitnehmen. Oder auch nicht. So. Die Wildkarte. Ich habe jetzt immer neu geportet, damit wir vielleicht die Möglichkeit haben, nochmal zurückgesetzt zu werden. Ja. Du bist weibliches. Tschüss.
Warum männliches Exemplar? Das ist das Problem an der Sache. Schön, dass ihr jetzt natürlich die ganze Zeit. Blöde. Das ist jetzt blöd. Du bist weiblich. Du bist zwar männlich, aber du kommst nicht runter. Das ist das Problem. Ich brauche hier mal was Männliches, hallo? Flim. Wie kriege ich die Viecher irgendwann mal auf meine Seite? Ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Incendio! Ach Mann, wo kommt der jetzt her jetzt hier?